Hallo liebe Freunde von nach oben Media und vom Format Inspirierende Kunst. Ich habe mir mal meine Gedanken gemacht, wie ich so ein bisschen einen roten Faden in den Kanal bekomme. Also ich will natürlich weiterhin noch übers Bergsteigen berichten, ich will auch über Freizeitparks noch berichten, ich möchte Pfade der Vergangenheit wieder ein bisschen ins Leben rufen und die Fotografie kommt natürlich auch nicht zu kurz. Aber ich habe mir so gedacht, was beschäftigt mich selber denn momentan am meisten? Und das ist eigentlich, momentan schaue ich mir am meisten YouTube-Videos an, die mit dem Thema Film zu tun haben. Ob das jetzt Cinema Strikes Back ist oder Filmfabrik oder was es da nicht alles gibt, teilweise auch Kino Plus von Rocket Beans, je nachdem. Das begeistert mich momentan so am meisten. Und dann habe ich mir überlegt, welches Filmgenre ist denn eigentlich mein Lieblingsgenre? Und da steht ganz oben Horror. Wenn meine Frau und ich uns einen gemütlichen Filmabend machen mit Wein und Chips, dann laufen meistens Horrorfilme. Wir gehen auch ins Kino, in alle möglichen Filme, aber auch sehr gerne in Horrorfilme. Und wenn ich alleine mal zu Hause einen Film schaue, was deutlich selten vorkommt, dann ist es meistens ein Horrorfilm. Dann suche ich mir einen guten Horrorfilm aus unserer Sammlung und gucke mir den an. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ich berichte einfach die nächste Zeit mal über diverse Horrorfilme, die ich gesehen habe, die ich auch vielleicht zu Hause habe und die bei mir irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also jetzt nicht so, aber die mich irgendwie geprägt haben, die irgendwo bei mir im Kopf sind und die mich bis heute noch verängstigen oder beeindrucken oder was auch immer. Die meisten Horrorfilme sind allerdings ein bisschen plump. Also es wird eine Story aufgebaut, die Charaktere machen dies, man regt sich über die Charaktere auf und im Endeffekt läuft man nur von einem Jumpscare bis zum nächsten. So, und das ist eigentlich nicht das, was für mich Horrorfilme ausmachen. Für mich muss ein Horrorfilm eine richtig gute, subtile Stimmung erzeugen und ich finde es eigentlich schöner, wenn ich den ganzen Film über eine gewisse Grundangst habe, als dass ich nur Angst davor habe, an der nächsten Ecke wieder erschreckt zu werden. Also ich finde es viel schöner, wenn das Ganze auf die Psyche geht. Fangen wir heute mal mit dem ersten Film an. Und da habe ich mir einen besonderen Leckerbissen ausgesucht, der mich seit meiner Kindheit begleitet, nämlich Stephen Kings S. In der fiktiven Kleinstadt Derry im US-Bundesstaat Maine geschehen regelmäßig grausame Dinge. Auffallend viele Kinder verschwinden. Sieben Kinder dieser Stadt, die jeweils Außenseiterpositionen einnehmen, finden in dieser Geschichte zusammen und stellen sich der Gefahr, die hinter allem steckt. Pennywise, der tanzende Clown. Meine Kindheit erlebte ich in den späten 80ern und Anfang der 90er in Mainz-Hechtsheim, quasi am Stadtrand. In wenigen Gehminuten hatte man die weitläufigen Felder im Umkreis der Stadt erreicht, mit denen ich auch viele Erinnerungen verbinde. Radtouren mit den Eltern, Abenteuer mit Freunden, eine Art Versteck in einem Schrotthaufen, überdacht mit Planen und Decken, die sich dort befanden. Wer dieses Versteck gebaut hat, weiß ich gar nicht mehr. Wohl aber, dass wir Kinder dort gespielt haben. Solche Erinnerungen kommen dem, wie ich Stephen Kings S erlebe, sehr entgegen. Nehmen wir als Verbindung nur mal das Clubhaus der Kinder in der Geschichte. Ich betrachte es als Gesamtes, nicht als einzelne Filme. Das Buch habe ich nie gelesen, dafür aber das Hörbuch mit David Nathan gehört und zudem sowohl die Original-TV-Produktion als auch die beiden neuen Kinofilme gesehen. Das Original sah ich zum Glück in einem noch sehr jungen, ja sogar zu jungen Alter. Aber genau deshalb hatten viele Horrorfilme auch die richtige Wirkung auf mich. Ich konnte mich auch mit den Kindern des Losers Club identifizieren, da ich nicht als Erwachsener auf sie schaute, sondern diese als etwa Gleichaltrige wahrnahm. Aber gehen wir mal die Komponenten durch. Die Original-TV-Produktion übte damals eine fesselnde, abenteuerliche, harmonische, melancholische und zugleich zutiefst beängstigende Faszination auf mich aus. Heute betrachtet sind die Grundgefühle zwar noch da, aber ich sehe auch die vielen schlecht gealterten Effekte und Negativpunkte des Films. Das Hörbuch habe ich größtenteils in Pausen im Nachtdienst gehört, zu einer Zeit, in der ich nachts alleine gearbeitet habe. Kings Worte und David Nathans Stimme haben es fantastisch geschafft, die bekannten Bilder aus dem Film auszuschmücken und viele neue zu erschaffen. Die Geschichte wurde damit für mich immer komplexer. Die neuen Kinofilme? Naja, besonders Kapitel 1 hat für mich herrlich dieses typische Castle Rock und Derry-Feeling erzeugen können, das ich so an Stephen King-Geschichten liebe. Ich habe mich bei den Kids den ganzen Film über wohl gefühlt. Kapitel 2 hatte es da deutlich schwieriger. Die besten Momente sind meiner Meinung nach die Rückblenden in die Kindheit. Aber dieses Problem hatte das Original auch schon. Auch dort waren die Szenen mit den Kindern die deutlich besseren. S Kapitel 2 ist für mich weniger nahbar, weil ich auch dieses Derry-Gefühl aus dem ersten Teil etwas vermisst habe.
Als Fan fand ich es natürlich toll, mit welchen Easter Eggs und Details hier gearbeitet wurde. Der heute erwachsene Darsteller des jungen Ben aus dem Original, das Lost Boys Poster und, und. Negativ fiel mir bei beiden neuen Filmen allerdings die Verwendung von CGI auf. Leider viel zu oft wurde hier die vorab aufgebaute Spannung zerstört. Computereffekte holen mich sehr selten auch wirklich ab. Dennoch habe ich mir Folgendes überlegt. Hätte mein 10-jähriges Ich die neuen Filme gesehen, so hätten diese wahrscheinlich einen ähnlichen, wenn nicht sogar besseren Effekt auf mich ausgeübt als das Original seinerzeit. Und hätte mein heutiges Ich in meinem heutigen Alter damals das Original gesehen, hätte ich den alten Film auch damals anders wahrgenommen. Weniger immersiv, mehr mit technischem Blick. Als Fazit könnte man nun sagen, dass es eigentlich keine Geschichte für Kinder ist, aber irgendwie doch. Den Film und die Story kann man meiner Meinung nach nur zu 100% aufsaugen, wenn man die Kinder als Gleichgesinnte wahrnehmen kann. Als Erwachsener konsumiert und genießt man einfach den Film. Was bleibt am Ende? Wir haben das Original und die Neuverfilmung, welche jeweils extreme Stärken, aber auch extreme Schwächen haben. Trotz dass ich großer Fan des Originals bin, muss ich sagen, dass mir insgesamt die beiden neuen Filme besser gefallen. Sie waren seriöser, trotz stellenweise derben und unpassendem Humor und natürlich aufwendiger umgesetzt. Für mich zählt bei S aber wieder mal das Gesamterlebnis. In meinem Kopf spielt zum einen die grandiose Musik von Benjamin Wallfisch, der mit Stücken wie Every 27 Years, Beverly oder auch Bar Mitzvah eine perfekte Untermalung für den Film lieferte. Zu der Musik werden die visuellen Erinnerungen aus den besten Momenten aller Verfilmungen und die zusätzlichen Infos aus dem Buch-Hörbuch addiert. Es gehört zu meinen ersten Berührungen mit dem Genre Horror und übt noch heute eine starke Anziehung auf mich aus. Ich kann alle bisher dazu veröffentlichten Medien genießen, aber die wahre Magie hinter dem Thema S, die entsteht hier oben. Stephen Kings S gehört jetzt nicht zu den typischen Horrorfilmen, die heutzutage so darstellen, was ich an Horrorfilmen mag. Allerdings gehört S zu meinen allerersten Horrorfilmen und deswegen hat S immer einen großen Stellenwert in meinem Herzen. Habt ihr den Film schon gesehen? Falls ja, das Original oder die Neuverfilmung oder sogar beides? Habt ihr das Buch gelesen oder das Hörbuch gehört? Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, wie ihr das Ganze heutzutage seht oder wie ihr es damals empfunden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.